Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Runde von der Hand der Träume. Ich bin immer noch mit den Jungs hier unterwegs. Wir wollten uns gerade Munition besorgen und wir haben jetzt ein Problem. Wir haben alle nicht mehr so viel an Munition und da vorne latscht wieder ein T-Rex rum. Und wir machen jetzt das Klügste, was geht. Wir ziehen, wir machen einen geordneten Rückzug. Ich habe 7 Schuss, der andere 11 und der andere auch nur so 12 oder so. Also, wir müssen ein wenig aufpassen, nicht dass wir vom Jäger zur Beute werden. Okay. So, der kommt. Wir müssen hier. Wir hören ihn deutlich. Und wenn der uns entdeckt, sind wir am Arsch. Dann, da ist er. Bumm, und wir haben ihn erwischt. Oh, leck mich am Arsch. Und den nehme ich auf meine Kappe. Jawohl, 4 Treffer. Ich habe meinen ersten T-Rex erwischt. Oh, wow. Auf einmal steht der Kamerad da, hier neben mir. Junge. Das war jetzt wirklich knapp. Boah, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz dringend Dings besorgen hier. Munition. Ich habe jetzt echt gar nichts mehr. Ich habe jetzt 4 auf den geballert. Ich habe noch 3 Schuss oder so. Jetzt darf wirklich nichts mehr passieren. Ich bin immer noch total aufgeregt, total grimmelig. Soweit. Ich mache jetzt mal hier wieder einen Schnitt. Hier ist jetzt mein, ey, das ist mein zweiter. Den, wie gesagt, den habe ich jetzt auf meine Kappe genommen. Puh. Und der andere, den anderen hat ja der, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber ist egal. Soweit. Ich bin noch komplett aufgekratzt und aufgedreht. Ich mache jetzt mal hier wieder den Schnitt. Hi, Ranzak, hier geht's richtig ab. Wir werden gerade attackiert von Triceratops, von diesen 3 Hörnern. Ich kann's nicht mal aussprechen. Verdammt nochmal. Wir wollen zu so einem Camp. Und auf einmal standen die vor uns. Hier ist ein ganzes Rudel von denen. Und wenn mir denen zu nahe kommt, dann attackieren die. Also ich konnte jetzt eben gerade so schnell gar nicht die Aufnahme drücken, wie es eben gerade hier abging. Also die rennen hier rum, diese 3 Hörner, wie die Verrückten. Und er wäre jetzt hier da vorne, der LG Block 89, jetzt fast draufgegangen. Also das war jetzt wirklich eine ganz, ganz, ganz knappe Nummer. Oh, was ist denn das für eine Riesenkiste hier? Ich passe mal ein bisschen auf, falls die wiederkommen. Ja, das war jetzt wirklich ein bisschen schräg. Okay, haben wir das volle Programm. So, wir gehen hier raus. Er jagt gerade den Triceratops Dingsbums da. Da ist noch eine. Voll in den Arsch geschossen. Scheiße, was ist denn hier los? Oh, jetzt wird er sauer. Oder wir haben ihn erlegt. Nee, er ist tot. Boah, meine Güte. Was ist hier nur los? Oh, Mann, oh Mann. Das sieht schon ganz schön heavy aus. Er hat ihn sich auf die Kappe geschrieben. Ist okay. Ich sag da nichts. So, wir haben noch 3 Schuss. So, und die Viecher, die sind wirklich, also, heieieiei, die sind ja mal richtig aggro. Jetzt versuchen wir, hier nochmal einen wegzuschießen.
Mann, so richtig gefährlich sind sie ja nicht. Also, das ist ja mehr so ein Panik. Oh, der gehört mir. Ah, der Sack hat ihn sich gegriffen, oder? Ja. Nun gut. Also, schade, hätte gerne einen gehabt, aber gut. Jetzt da hinten ist noch eine Kiste. Ist halt schon so ein kleines Egoistenspiel. Wer ist schneller? Ich habe mir halt vorhin den Dings gekrallt. Den T-Rex. So, ist mein Tag- und Nachtwechsel. Und jetzt hat er sich halt zwei von denen geholt. Obwohl ich ihm ja den finalen Schuss beigebracht habe, aber gut. Soll mich jetzt mal hier nicht weiter stören. Ist spaßig, mit den Jungs hier rumzuziehen. Was ich jetzt mit denen hier schon geschossen habe. Also ist auf jeden Fall ein Spiel. 308 habe ich selber. Oh, das Shirt ist nicht schlecht. Was habe ich für eins? Ich habe Tarnungswert 3 und das hat Tarnungswert 4. Dann tauschen wir das doch gerade mal aus. So. Und was liegt denn da alles noch im Wasser? Also wie gesagt, ich war hier noch nie an der Ecke. Wir können ja mal gerade auf der Karte schauen, wo wir hier genau sind. Wir sind hier am obersten Zipfel. Also ich glaube, viel weiter nördlich geht es nicht. Haben wir jetzt hier ein bisschen rumgelootet. Ja, und hier ist wirklich alles. Ja, hier steht alles unter Wasser. Was auch immer das hier mal für Dinge waren. Es ist kaputt. Soweit. Also, also ging jetzt gerade eben gerade wirklich wieder mal hoch her in dieser Folge. Ich hab gesehen, ich habe einen T-Rex platt gemacht. Ich glaube, den habe sogar ich erlegt. Deswegen haben sie mir auch das Einscannen überlassen. Ich nenne es mal Einscannen, soweit. Ich habe jetzt hier auch einen Triceratops erlegt, oder wie das Viech auch immer heißt. Nicht schmunzeln, ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Soweit ich, war turbulent, ging jetzt gerade richtig hoch her. Also, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich jetzt auch. Und dann wünsche ich euch auch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wie auch immer. Und das war's jetzt mal von meiner Seite aus. Und der Nightcrawler, der sagt mal bye bye.